Ja, und jetzt ist die einstige Baronin Stephanie, die Prinzessin von Luxemburg, oder der genaue Titel lautet ihre königliche Hoheit Erbherzogin von Luxemburg. Daniel Thoma, was die Zuschauer jetzt nicht sehen, aber ich sehe, sie sind sehr ergriffen. Ja. Und mit Sicherheit sehr stolz als Luxemburgerin. Ja, ich finde gar keine Worte mehr für diese unglaublichen tiefen Momente, die wir hatten. Und diese feierlichen Momente und sehr ergriffene Momente waren auch drunter. Und ich glaube, wir können diesem wunderbaren Paar nur das Allerbeste wünschen. Und wir freuen uns mit ihnen. Ja, ich möchte Ihnen mal ein Kompliment machen, Ihnen persönlich, aber auch Ihrem Land und Ihrer Sprache. Dieses Ja-Wort, das Eheversprechen auf Luxemburgerisch, das war das Schönste, was ich je gehört habe, weil es eine wunderschöne, eine spielerisch leichte, eine ganz fröhliche Sprache ist, dieses Luxemburgisch. Das ist ein Moselfränkisch, nehme ich an, wie Sie wissen. Der Auszug des Brautpaars. Dahinter sehen wir Großherzog Henri und Marie-Thérèse, Großherzogin Marie-Thérèse. Und sehr stolz, stolze Eltern. Wir freuen uns einfach nur. Überglücklich. Und immer noch klatschen Sie, die ganze Hochzeitsgesellschaft. Das ist ja auch sehr ungewöhnlich, dass jetzt, glaube ich, zum dritten Mal ein Applaus für das Brautpaar jetzt zum dritten Mal beim Auszug. Es hat mir auch gut gefallen. Zuerst war es ja eigentlich sehr andächtig immer und sehr ergreifend, die Stimmung. Und dann löste sich das so gen Ende und man sah die strahlenden Eltern. Und dann strahlte also auch die Braut. Und jetzt reißt also auch, lacht der Himmel. Es strahlt der Himmel, die Sonne scheint. Wir hatten ja damit nicht gerechnet, dass der Himmel so strahlen würde. Der Himmel über Luxemburg. Die Dächer der Kathedrale, also feierlicher kann es nun wirklich nicht mehr sein. Das ist ja auch ein historisches Ereignis, wenn man so möchte. Stéphanie de Lannoy wird in die Geschichtsbücher eingehen als Erbgroßherzogin, eines Tages als Großherzogin. Ja, natürlich. Die Bilder von diesem Tag werden sich unsere Enkel und Urenkel noch anschauen können. Es ist auch kein privates Fest, es ist ein Staatsakt und dementsprechend also auch dieser feierliche Rahmen heute. Da hat aber auch alles gestimmt. Die Blumendekoration, die Musik, das war alles so stimmig. Obwohl es ja sehr streng nach Protokoll eigentlich läuft, waren das auch Punkte, die das Brautpaar also selber auch mit eingebracht hat. Die Wünsche, was gerade das Musikprogramm betraf, die Blumendekoration, die Lesungen. Also es ist so eine Mischung aus persönlich und Protokoll. Und die Gratwanderung ist Ihnen, glaube ich, sehr, sehr gut gelungen. Ich glaube auch, dass es für die beiden ganz schön anstrengend war. Das waren jetzt 1 Stunde und 55 Minuten Gottesdienst, wobei sie nicht angestrengt ausgeschaut haben. Aber man sieht ihnen jetzt an, dass sie doch etwas erleichtert sind.